Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit einer Karte für den 12. Juni 2011, den Pfingstsonntag. Und heute wollen die Göttinnen wieder mal zu Wort kommen. Und da kam die Sigmet, die sagt, sei stark. Unten steht, du bist stärker als du glaubst und deine Stärke sichert dir ein gutes Ergebnis. Ich lese euch gleich mal vor, was in dem Buch dazu steht. Sieh dich selbst als stark und siegreich. Jammere nicht und beklage dich über nichts und niemanden. Du bist die Verkörperung von Stärke, nicht von Opferdasein. Wenn du über deine alten Neigungen hinauswächst und dich selbst in dem neuen Licht deiner herrlichen weiblichen Kraft erkennst, wird sich dein Leben ganz automatisch auf wundersame Weise ändern. Du wirst neue Gelegenheiten, neue Arten der Fülle und Beziehungen in dein Leben ziehen, die dir helfen, dein höchstes Potenzial zu manifestieren. Stark zu sein bedeutet, dich in dem besten Licht zu sehen, das du dir vorstellen kannst. Sei echt, gestehe dir echte Gefühle zu, aber vor allem sei stark. Das Bedeutungsspektrum ist, unterschätze dich nicht, gib nicht nach, weder dem Druck noch der Versuchung, meide alles Jammern und negative Denken. Betreibe Kraftsport, um deinen Körper zu stärken. Also im Augenblick, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen in die Karte einfühle, dann bekomme ich die Information, dass im Augenblick es ganz wichtig ist, das, was man sich wünscht und das, was man gerade dabei ist zu manifestieren, dadurch zu unterstützen, letztendlich wirklich sich auf das Positive zu konzentrieren. In dem Moment, wo ich mich auf Negatives oder auf Ängste, Sorgen, Zweifel und dergleichen konzentriere, setze ich mehr oder weniger die Manifestation runter, beziehungsweise bremse ich das Ganze aus. Im Augenblick ist es einfach nur sehr, sehr wichtig, sich darauf zu konzentrieren, dabei zu bleiben, kommt jetzt. Also egal, was von außen für Einflüsse auf euch einwirken, es ist ganz wichtig, euer Ziel nach wie vor sehr, sehr fest vor Augen zu halten und nach wie vor dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, dass das, was ihr euch wünscht, bereits da ist. Und da sind wir, weiß Gott, stärker als wir glauben. Also wir sind öfter dazu geneigt zu sagen, naja gut, im Prinzip kann natürlich auch wirklich einiges schräg laufen und wenn dann gerade Leute, so Pessimisten, Skeptiker und dergleichen, um uns rumstehen und sagen, nee, kann man sich nicht vorstellen oder hast bestimmt Pech oder läuft bestimmt nicht so, wie du das denkst oder du bist da viel zu naiv und viel zu mit einer großen Leichtigkeit versehen, was den Ausgang der Situation betrifft. Lasst euch da überhaupt nicht runterziehen. Also seid wirklich ganz klar über das, was ihr euch wünscht und nehmt euch dann einfach wirklich selber beiseite und sagt, okay, andere haben ihre Sicht der Dinge, aber mein Leben kann nur ich durch meine eigene Stärke und meinen Fokus so gestalten, wie ich es haben möchte. Ein anderer kann das für mich nicht erreichen. Und deshalb sollte euch einfach auch immer klarer werden, wie stark ihr eigentlich seid und wie mächtig ihr vor allem seid. Gerade einfach durch die Gedanken, die ihr euch macht. Ein anderer denkt für sich, ein anderer kann schon euch beeinflussen, ganz klar. Auch natürlich selbstverständlich oft in negative Richtung. Es liegt an eurer Stärke, ganz einfach, zu sagen, nee. Also ich lasse mich da jetzt überhaupt nicht beeinflussen in eine Richtung, die ich nicht haben möchte. Ich weiß für mich ganz klar, was ich will. Und ich weiß, dass ich das mit der Kraft meiner Gedanken und meiner Emotionen selbstverständlich erreichen kann. Egal, was Skeptiker, Pessimisten oder sonstiges von außen da an mich herantragen wollen. Also seid euch dessen bitte ganz, ganz klar und ganz bewusst. Und seht hier, die Sigmet, die hat ein lilanes Kleid an. Das spricht auch wieder dafür, dass einfach momentan eine große Transformationsphase in euch, in uns allen stattfindet. Und seid euch einfach dessen bewusst, dass das jetzt
wirklich, dass jetzt viele Dinge sich komplett ändern werden in eurem Leben, weil ihr jetzt langsam anfangt zu begreifen, welche Macht und welche Kraft wirklich in euch steckt, allein durch euer Denken. Das ist unglaublich, war vor einiger Zeit vielleicht noch unvorstellbar, aber wenn ihr jetzt wirklich anfangt, das umzusetzen und wirklich, wie es auch in dem Buch heißt, weder der Versuchung nachzugehen, noch dem Druck irgendwie nachzugeben. Es ist wichtig, ganz geradlinig und ganz mutig, wie die zwei Löwenköpfe jetzt hier zeigen, ganz mutig euren Weg zu gehen, egal was da von außen auf euch einwirken möchte. Also bitte nochmal ganz klar die Aufforderung, ihr habt das Zepter in der Hand, was euer Leben, eure Situationen, eure Ziele betrifft. Sonst absolut niemand. Selbst die Lieben im Universum dürfen wir nicht mal eingreifen, wenn ihr das nicht wollt. Also selbst da seid ihr mächtig. Natürlich kommt jetzt rein, die liebe Sigmet meldet sich ja nicht umsonst, sondern die will, dass ihr, oder bietet sich vielmehr ganz lieb an, dass ihr euch an sie wendet, wenn ihr das Gefühl habt, ach, es wird ja doch alles nix und irgendwie und keine Ahnung, ob ich die Kraft habe und ich fühle mich einfach ausgelaugt gerade und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ja doch wieder nix und wie auch immer, also sobald ihr euch das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter, weil euch jetzt langsam die Kräfte verlassen, weil natürlich der Weg, den ihr geht, auch eine gewisse Geduld erfordert und eine gewisse Beharrlichkeit und eine gewisse, wie soll ich sagen, Beständigkeit erfordert, dann kann das natürlich schon passieren, dass ihr sagt, ach, kann ich mehr. Wie lange tue ich da jetzt schon dran rum? Oder irgendwie klappt vielleicht nicht so sofort und ich habe dann durch meine eigenen pessimistischen Gedanken wieder ein bisschen die Bremse reingehauen und wundere mich, dass ich noch immer da stehe. Oder ich habe auf der anderen Seite einfach noch nicht gesehen, dass die Situation, dass da noch nicht alle Puzzle gefallen sind in die Richtung oder zumindest zusammengekommen sind zum großen Ganzen, dass das, was ich möchte, jetzt schon stattfinden kann beziehungsweise jetzt schon eingetreten sein kann. Klar, es ist einfach wirklich eine Sache, wo wir neigen dazu zu verzagen und sagen, meine Güte, wie lange tue ich rum? Da steht wirklich die Sigmet da und sagt, okay, ich nehme euch an der Hand, bittet mich aber bitte drum, dass ich euch unterstütze, sonst darf ich das nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Nach wie vor. Immer wieder bitte geht in euch und seid bewusst dabei, was ihr tut. Und in dem Moment, wo ihr bewusst seid, wird euch klar, halt mal, das kann ich wesentlich leichter erreichen. Ich kann einfach wirklich die Lieben da oben um Hilfe bitten. Und schon tun sich Türen auf, ihr werdet das sehen. Jetzt kommt auch der Michael rein, der Erzengel Michael, der sich da auch bitte mit anbietet. Mir ist jetzt da gerade eben dieses Blau ins Auge gefallen und der Michael steht für diese Farbe Blau. Der will eben auch, dass ihr wirklich, solltet ihr ins Wanken geraten, was eure Ziele betrifft und meinen, ihr könnt einfach nicht mehr oder ihr seid halt nach wie vor zu schwach oder ihr fallt so einer Jammerattacke anheim, dass ihr sagt, ich kann das jetzt nicht ändern und sowas Blödes und der und die und das ist schuld, dass das nicht funktioniert. Das ist im Übrigen wirklich der schlechteste Weg. Denn grundsätzlich seid ihr zu 100% an eurem Weg ursächlich beteiligt bzw. ausschlaggebend und da kann jeder andere nichts ausrichten. Also bitte geht aus diesem Opferdenken raus, dass ihr daran nichts ändern könnt. Ihr verursacht zu 100% das, was ihr erlebt und zwar durch eure Gedanken. Da kann niemand im Außen was dafür. Deshalb ist es ganz wichtig, aus diesem Jammern rauszugehen, denn wenn ich im Jammern bin, bin ich im Mangel und wenn ich im Mangel bin, dann schaffe ich mir genau die Situation, die ich so gar nicht haben will. Wenn ich in der Fülle bin, das heißt, wenn ich mir nach wie vor die Situation so vorstelle, wie ich sie haben möchte und mich darüber freue, dass das Ganze jetzt zwangsläufig auf mich zukommt, da ich mich drüber freue und es mir wunderbar vorstelle, kann mir nichts passieren. Das heißt, ich habe Kraft meiner eigenen Gedanken, ganz, ganz große Herausstellung des Wortes Kraft, Kraft meiner Gedanken,
habe ich es geschafft, mir das herzustellen, beziehungsweise bin ich jetzt gerade auf dem Weg, mir das herzustellen, und ich habe die Geduld. Und wie gesagt, wenn euch da irgendwas abhanden kommt an Geduld, an Vertrauen, an Zuversicht, an Stärke jedweder Art, dann fragt und bittet. Und die sind alle für euch da und die führen euch den ganzen Weg durch. Seht bitte auch auf eurem Weg, dass die Dinge eben wichtig sind, die ihr erlebt. Nehmt das, nehmt die Lehren an, die da auf euch warten, und geht weiter und freut euch einfach wirklich auf das, was da auf euch zukommt. Und wisst immer, dass der Weg das Ziel ist. Im Sinne dessen, dass einfach auf dem Weg zu eurem Ziel ihr ganz, ganz, ganz viel lernen könnt. Das kommt jetzt noch von der Sigmet. Also, eure größte Stärke ist, einfach zu gehen, das zu sehen, was zu sehen ist, und euch wirklich auf euer Ziel unendlich zu freuen. Das dürft ihr, denn in dem Moment, wo ihr das tut, kommt es auf jeden Fall. Okay, so. Ihr Lieben, das war jetzt die Ansprache, wieder mal zum Sonntag, von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingstsonntag. Genießt auch draußen, egal wie das Wetter ist, genießt draußen die Natur. Die hilft euch auch wieder, die Dinge klar zu sehen. Die hilft euch auch wieder, ganz klar euer Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sondern wirklich die Illusion auch zu verlieren, die euch vielleicht durch Außeneinflüsse immer wieder eingeredet wurde oder was auch immer. Also ihr Lieben, in diesem Sinne freue ich mich sehr und wieder auf morgen. Tschüss!